Herzlich willkommen, Susanne, Ueli, Lüthi, zusammen mit Linda. Es freut mich sehr, dass ihr da seid zum Gespräch. Linda, zuerst zu dir. Du bist ja so ein bisschen die Hauptakteurin, gell, da innen. Du bist inzwischen 15, bist auf die Welt gekommen mit einem offenen Rücken, wie man das so ein bisschen umgangssprachlich sagt. Wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut eigentlich. Jetzt, du hast das seit Geburt, gell? Kannst du uns schnell erklären, was ist Spina Bifida ganz genau? Also Spina Bifida ist, man kommt mit einem offenen Rücken auf die Welt. Und es ist dann so, dass man Querschnitt gelähmt ist, also eine Mutti, die ich kenne, im Rollstuhl. Was sind denn so ein jetzt neben dem Laufen, weißt, die Einschränkungen, die du bis heute hast? Ja, also man braucht halt auch ein bisschen andere Pflege. Als jetzt andere, die normal sind, sage ich jetzt mal, ist halt so eine andere Körperpflege. Also so auch beim Duschen ist es auch bei mir etwas anders als bei den anderen. Es ist manchmal etwas komplizierter. So. Gibt es denn jetzt auch Sachen, weißt, wo du musst genauer aufpassen oder einfach ein bisschen genauer auch beobachten, wenn dir das jetzt vielleicht andere in deinem Alter müssen? Ja, also bei mir ist es so, bei meiner Pflege muss ich halt hygienisch sein, weil sonst kann es schnell zu irgendwelchen Infekten oder so kommen. Jetzt ganz eine grosse Stütze, gell, ist deine Mami, Susanne. Susanne, wenn jetzt du das so hörst, weißt du, dass deine Tochter tut erklären, ist das auch etwa das, was du so würdest beschreiben? Oder siehst du das noch ein bisschen anders? Ja, ich würde es auch so beschreiben. Es ist wirklich vor Die Pflege her ist so, eben beim Duschen, sie sitzt beim Duschen. Sie hat noch Narben, die wir regelmässig kontrollieren müssen, die sich auch entzünden können. So Blasen-Darm-Management ist immer ein grosses Thema. Wir sehen Linda eigentlich im Freundes- und im Verwandtenkreis, wenn sie im Rollstuhl sitzt. Und wenn sie angelegt ist und parat ist. Aber was das heisst, bis sie so weit ist, das sehen viele nicht, was das für ein Aufwand ist. Ist das manchmal ein Problem, Ueli, weißt, weil das eben die Leute gar nicht so dahinter sehen und sich das gar nicht so vorstellen können, dass halt einfach Sachen länger dauern auch? Das ist genau so. Es ist manchmal wirklich problematisch, wenn man vielleicht manchmal kritisch ist, wenn sie irgendwo eingeladen ist, Linda oder so, oder könnte übernachten und wir dort eher so ein bisschen kritischer sein, gerade wegen der Pflege, weil wir wissen, dass es heikel ist und dass man das wirklich einordnen kann und dass man auch weiss, dass es eben funktioniert, wenn sie unterwegs ist. Und dann müssen wir manchmal die Leute einfach auch instruieren, auf was sie schauen müssen, die Unterstützung, dass sie die können geben können, Linda und so. Das ist manchmal schon problematisch und vielfach haben die Leute gesagt, ja, die Linda die ist schon selbstständig. Wenn es nicht geht, kann sie auf den Hängen laufen, kein Problem. Oder dann dreht man es, aber das ist eigentlich das kleinste Problem schlussendlich. Ja, also steckt ein ganzer Haufen dahinter. Linda, wann hast du so ein bisschen gemerkt, dass du ein bisschen anders bist? Magst du dich da noch erinnern an diesen Moment? Also gemerkt habe ich es eigentlich schon früh, aber ich habe mich noch nie gross mit dem beschäftigt. Vor allem so im Kleinkindalter beschäftigt man sich glaube ich, mit solchen Sachen sowieso nicht. Dann ist man halt einfach so. Dann so ein bisschen im Jugendlichenalter ist das erst gekommen, dass ich eigentlich so ein bisschen gelernt habe oder ja, dass ich gemerkt habe, was ich bin und also was ich habe. Wie habt ihr jetzt so ein bisschen als Eltern das Leben von der Linda so ein bisschen wahrgenommen in den letzten 15 Jahren? Sie hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Also, wir haben die Diagnose Spina Bifida gehabt. Wir haben nicht gewusst, kognitiv, was einmal wird sein, ob sie eine normale Schule besuchen kann oder nicht. Wir haben einfach die Linda bekommen als Baby. Und sie hat Bedürfnisse gehabt, wie natürlich alle anderen Babys. Und zu diesem Zug ist dann noch die ganze Geschichte halt mit ihrer Einschränkung gekommen. Ja. Was für eine grosse Herausforderung war das auch für euch als Eltern damals? Es ist ja sonst schon eine Umstellung, ein Baby zu bekommen, oder? Und dann kommt das natürlich noch oben drauf. Ich denke, das war ein Vorteil, dass man im Prinzip mit ihr gewachsen ist, auch in diesem Sinne. Dass man eigentlich die Entwicklungsschritte
selber konnte lernen und konnte mitmachen und mithelfen und man eigentlich durch das eigentlich konnte mitwachsen. Wie muss man sich denn so die Entwicklungsschritte vorstellen? Das ist jetzt etwas, wo du dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, aber als Eltern vergisst man das ja nicht mehr, oder? So das erste Mal sich drehen vielleicht oder anfangen zu krabbeln oder so. Wie ist das anders gewesen? Ihr habt ja noch zwei ältere Kinder, also ihr habt auch Vergleichsmöglichkeiten gehabt. Also die anderen Kinder, die sind irgendwann mal aufgestanden und sie anfangen laufen und Linda hat einfach auf der gestreckten Hänge hat sie sich vorwärts bewegt und die Beine nachher nachgezogen, also auf der Fußspitze hat sie sich die Beine nachgezogen. Und sie war sehr eine Wifi, sehr eine Neugierige gewesen und dann hat es viel gegeben, dass sie vor lauter Verhaspeln auf den Kopf gefallen ist. Und dann hat sie regelmässig einfach wirklich riesige Bühlen gehabt, wirklich dunkelblaue Hörner. Und da haben wir wirklich gemerkt, das ist einfach ganz anders. Und wir haben alle diskutiert, ja, legen wir jetzt eine Stirnbank anlegen und das polstern, dass wenn sie dann fällt, dass sie dann fein wird fallen. Und irgendwann mal hast du dich nicht mehr so verhaspelt, gell? Ist das wirklich ganz gut gegangen. Ein anderes Thema war Stegen auf und ab. Auf ist sie sehr schnell eigentlich gekommen, eben auf den Hängen, und ab hat sie immer vorwärts wollen. Und da haben wir ewig lang geübt, dass sie sich dreht und hinter sie runtergeht. Und als sie dann eingeschult wurde und einen Stegenlift hatte und der einfach zu langsam gegangen ist, ist sie wirklich auch in der Schule die Stegen ab einfach führen sie. Dann hat sie, nachher hat sie sich da irgendwie wie nichts sagen lassen und es hat funktioniert, gell? Du bist dann nie auf den Kopf gefallen. Das sind so Sachen, die einfach ganz anders waren, wo wir das Gefühl hatten, sie sollte jetzt das so machen, wie das die anderen Kinder auch gemacht haben, bis wir gemerkt haben, ja, ihre Umsetzung funktioniert ja auch. Also du hast da so deine ganz eigene Technik entwickelt. Yeah. Wenn wir jetzt so ein bisschen an die Schule denken, weißt, wie haben die Gespändli zum Beispiel auf dich reagiert? Magst du dich da noch so ein bisschen erinnern an die erste Zeit in der Schule? Ja, so halb kann ich mich schon daran erinnern. Es war eigentlich nicht so problematisch. Also ich bin gut mit meinen Gespändli ausgekommen. Sie auch mit mir. Einfach so ein bisschen Ende von der 4. Klasse so, ist es halt so zu Problematiken gekommen bei uns. So bisschen, ja, Interessen sind halt auseinander. So, ja. Aber sonst ist es echt noch gut gegangen. Du hast ja dann nachher die Schule gewechselt, gell? Du bist eigentlich von der normalen Schule zu einer Schule, wo es andere Kinder gibt, auch mit körperlichen Einschränkungen. Was ist denn dort nachher einfacher oder besser gelaufen? Ja, also einfach, dass ich gesehen habe, dass es auch noch ganz viele andere gibt, die im Rollstuhl sind oder die schon irgendetwas haben. Und ja, das hat mir auch noch ein bisschen Mut gegeben, dass ich nicht die Einzige bin. Haben Sie denn das auch so ein mitbekommen, natürlich, dass es schwierig ist in dem Moment in der Schule? Wie hat sich das so ein geäussert? Ja, man hat das schon gemerkt, dass es für die Linda einfach ein bisschen schwieriger geworden ist. Man hatte das Gefühl, die Fächer, die sie gerne macht oder was ein Kind gerne macht, kann sie gar nicht dabei sein. Also das ist, kann man bei der Pause auch gerade nehmen, wo sie einfach bei dem Spiel nicht mithelfen konnte. Nicht aufs Reckkuchen konnte oder so, was sie gefällt hat. Im Turnen hat sie oben teilweise Aufgaben machen und dieser sie turnen. Oder dann mussten die anderen Schüler aufpassen, wenn du im Turnen bist, dass sie mit der Ball nicht zu hart schiessen. Dann mussten sie sich einschränken. Und die Ausflüge waren auch eine sehr Herausforderung, wo sie teilweise nur den halben Ausflug mithelfen konnten, wo wir sie einfach an einen Ort hergeführt haben, wo sie es schwieriger gemacht haben. Und das hat uns einfach sehr schwierig gewesen, einfach das können zu akzeptieren. Also im Prinzip, wir haben es verstanden, dass es so ist. Und gleich hat mir Linda nicht das geben können, was sie eigentlich gebraucht hat. Einfach auch die Freude oder das Schöne, was die anderen hatten, was sie vielfach gefällt hat. Hat dich das dann auch traurig gemacht in diesem Moment? Ja, manchmal schon, ja. Sind das so die Momente, die du gemerkt hast, ja, eben, ich bin wirklich ein bisschen anders? Ja. Wie hast du aus dem herausgefunden? Weißt, wie bist du mit dem auch umgegangen? Man hat sich die Familie gekauft dabei. Also das war wirklich eine grosse Stütze, oder immer noch.
Ja, dann halt die Leute, die mir gesagt haben, ja, du kannst etwas, du bist nicht nur die Linda, du kannst etwas, das haben mir auch sehr geholfen. So positive Erlebnisse wahrscheinlich, oder, wo man irgendwie auch wieder Kraft schöpft. Wie würdet ihr denn jetzt so ein bisschen als Eltern, wenn das Baby kommt auf die Welt, man wünscht sich für das Kind ja etwas, man weiss jetzt, es ist ein spezielles Kind mit speziellen Herausforderungen. Ist es so also rausgekommen, wie ihr es euch für die Linda gewünscht habt bis jetzt? Oder hat es das sogar übertroffen? Also es hat sicher übertroffen. Ja, das können wir wirklich sagen. Wir haben wirklich manchmal haben wir einfach gesagt, dass wir ihr so ein bisschen den Weg wünschen, wo sie in sich darf zufrieden sein darf. Und sich einfach darf so annehmen, wie sie ist. Und ich glaube, da ist sie auf einem sehr, sehr guten Weg. Auch zu merken, auch wenn ich im Rollstuhl bin, ich habe ganz viele Sachen. Und wir legen wirklich den Fokus darauf, dass sie nicht sagt, ich kann das und das und das nicht, sondern dass wir können sagen, aber ich kann das und das oder du kannst das und das. Und das ist, glaube ich, wirklich auch gerade schulisch, wo wir wirklich merken, dort ist sie eigentlich stark, dass sie dort dann auch einen Beruf lernen kann. Und ja, von dem her, glaube ich, entwickelt sie sich sehr, sehr gut. Bist du auch ein bisschen stolz, Ueli, wenn du jetzt so die Linda anschaust? Ja, ich glaube, das dürfen wir schon sein. Ein bisschen stolz. Also, ich denke, wir haben probiert, ihr eigentlich das Optimum können zu geben. Vielleicht kann man auch sagen, probieren rauszuholen. Aus ihrem Körper raus und so. Und wichtig ist einfach, glaub, dass sie einfach gleich Spass haben darf. Auch noch in dem, was sie macht. Sei das nicht im Sport gerade, wo sie ja wirklich sehr stark ist und wo sie, denke, wirklich Potenzial hat, dort können dabei zu sein und dabei zu bleiben. Und ja. Es soll so weitergehen, oder? Ja. Linda, der Sport, den jetzt der Papi anspricht, das ist etwas, das dich wahnsinnig begleitet. Seit 5 Jahren, gell, machst du den Rollstuhlsport. Was sind da deine Hauptdisziplinen? 100 und 200 Meter. Was ist das, was dich dort so packt, weißt? Einfach, dass ich alles geben kann. So einfach, dass ich muss nicht irgendwie schauen, dass ich Ausdauer habe oder so. Ich kann einfach einen Blitzstart machen und einen Gas geben. Und wenn du jetzt so ein bisschen die anderen Gespänchen anschaust, ist es schon auch etwas, das dir so ein bisschen Gemeinschaft gibt mit anderen zusammen? Ja, das würde ich schon sagen, ja. Auch wahrscheinlich wieder so ein bisschen das Merken, ich bin nicht allein, es geht anderen genau gleich. Man kann vielleicht sogar einmal über die gleichen Themen reden, die einen beschäftigen. Ja. Gibt es denn Momente noch heute, wo du denkst, ah, ich wünsche mir schon irgendwo durch, dass ich auch könnte laufen oder dass ich die Geschichten, die mich belasten, dass ich die nicht hätte? Ja, das gibt es schon noch, aber vielfach vergesse ich es ehrlich gesagt manchmal schon so ein bisschen, dass ich den Rollstuhl habe. Weil es sehr viele andere gibt, die ich kenne, die einen Rollstuhl haben. Aber es gibt schon so Momente, wo ich ihn lieber nicht haben möchte. Gibt es das bei euch Eltern auch, wo ihr denkt, ah, eigentlich wünschte mir Linda doch einfach, dass sie durch die Weltgeschichte gumpen und springen kann? Ja, ich denke, es sind sicher Möglichkeiten, die sie nicht wahrnehmen kann. Wo halt als Fußgänger mehr Möglichkeiten hast, schlussendlich. Plus in der Gesellschaft, wo man manchmal einfach noch so ein bisschen das Gefühl hat, es ist, man akzeptiert es irgendwo. Und trotzdem ist man so ein bisschen ein Ausstellungsobjekt. Gerade wenn man so den Leuten durchläuft oder so, wo man einfach wirklich merkt, dass Blicke einfach kommen. Und was mich persönlich, glaub, manchmal mehr nervt als die Linda, aber die wirklich manchmal nicht angenehm sind. Das finde ich manchmal schon schwierige Situationen. Einfach gerade emotional. Siehst du das ein bisschen gleich, Susanne, oder? Mhm. Ja. Mir fällt halt auch immer auf. Jetzt, als ich älter wird, ist es ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Aber als Kind, ein kleiner Rollstuhl, so eine kleine Linda, alle irgendwie anderen Kinder kommen und fragen. Und
Es ist noch schwierig, dort auch zu reagieren. Manchmal mögen wir auch nicht darüber reden, also nicht, dass wir nicht wollen, aber es gibt auch Situationen, wo wir manchmal einfach auch lieber unsere Ruhe haben. Und dann, ja, wenn man dann so angeschaut wird und immer ausgefragt wird, ist das so eine Gratwanderung. Was erzählt man, was erzählt man nicht? Das tue ich mir recht schwierig. Ja, jetzt, du bist ja relativ offen, Linda. Muss man das auch ein Stück weit ein bisschen sein? Wachst du in das rein? Ja, ich denke schon. Also bei mir ist es immer schon so. Wenn alle immer so viele Sachen wissen wollen. Ja. Wie unterscheidest denn du dich jetzt so ein bisschen, weißt, von anderen im gleichen Alter? Kannst du uns das ein bisschen beschreiben? Was geht vielleicht, was weniger? Es ist halt schon, bei dünnen Sachen ist es halt schon recht schwierig für mich, wenn sie irgendwie gehen schutzen oder so, und man kann nicht mithelfen oder sonst irgendetwas gehen machen. Und man denkt, ja, da möchte jetzt auch dabei sein, aber es geht nicht. Vielfach stört mich das gar nicht gross. Dann suchst du einfach etwas anderes, was du machen kannst? Oder gehst du gleich mit und schaust einfach zuschauen? Mal so. Also, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Wie fest, weißt, kannst du auch so ein bisschen von deinen grösseren Geschwistern profitieren? Ja, das kann ich schon, ja. Nehmen sie dich jemanden ein bisschen mit, oder? Nein, aber wir haben es daheim sehr lustig miteinander. Und so, ja, das ist auch ein grosser Teil von meiner Stütze, meiner Geschwister. So ein grosses Team, das hier hinter deiner Schulter quasi immer permanent rum ist. Wenn ihr jetzt so ein bisschen die Linda anschaut, wie hat sie sich auch persönlich verändert in all diesen 15 Jahren? Also die Linda ist sicher offener geworden. Also auch bei heiklen Themen können wir viel offener, besser darüber reden. Sie kann ihren Wunsch besser äußern. Sie kann auch stur sein, unglaublich stur, wenn sie etwas nicht will. Aber auch auf eine positive Art. Sie hat viel klärere Vorstellungen von ihrem Leben. Sie hat Ziel vor Augen, sie ist selbstsicherer geworden, sie traut sich mehr. Ich glaube, das ist so das, was du dich wirklich fest entwickelt hast. Jetzt gerade in der Pubertät macht man ja noch mal eine wahnsinnige Veränderung durch. Wie fest pubertiert die Linda? Wie feste Kämpfe gibt es da etwa auch mal mit dem Papi vielleicht? Ja. Also unterscheidet sich das überhaupt von den anderen Kindern? Es tut sich schon unterscheiden. Die zwei Eltern waren eigentlich nicht so pubertierend. Oder ich habe es nicht so empfunden. Sie sind zwar auch ganz unterschiedlich, die zwei Eltern. Die Älteste ist gar nicht da, eigentlich. Also so im Normalen, was ich mir vorstelle. Und die Jüngere war so ein bisschen aufmüpfiger. Und Linda kann wirklich Gas geben. Also die Linda muss lachen. Dass genau. Sie weiss es selber auch in dem Fall. Genau. Sie ist sicher in dem jetzt das noch zu überlegen, würde ich jetzt mal sagen. Braucht es das vielleicht einfach auch ein bisschen mehr? Eben gerade, weil es ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Ablösung braucht, wieder bei den anderen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das ein Grund ist, dass sie einfach noch mehr pubertiert. Und vor allem, sie kann halt auch Erfahrungen nicht machen, die grösseren Mädchen gemacht haben. Also gerade mit dem Oben in den Ausgang gehen und oder einmal shoppen am Nachmittag. Das kann Linda auch, aber halt eine fremde Umgebung, das stresst sie eher so. Und ich denke, da ist halt das Natel sehr ein grosser Freund voran, oder also etwas, was ihr sehr wichtig ist. Und da merken wir schon auch, da knorzen zu harzen zu manchmal, wenn wir das Gefühl haben, jetzt sollte man etwa einst das Natel herlegen und so. Und dann merken wir aber gleich wieder, ja, die älteren Geschwister, die haben andere Sachen gehabt, wo sie können machen konnten, die sie halt nicht konnten. Und dort müssen wir auch lernen, halt zu sagen, ja, jetzt hat sie das Natel halt vielleicht einfach länger als die anderen.
Aber das ist auch berechtigt, also dass sie auch mit der Aussenwelt Kontakt haben kann. Absolut. Und du hast ja wahrscheinlich auch einen Haufen Freunde ein bisschen in der ganzen Schweiz verteilt, oder? Das ist ja auch ein bisschen anders, wo man auch den Kontakt muss und will ein bisschen pflegen. Ja, in diesen 15 Jahren hat es ja sicher auch Momente gegeben, du hast es schon ein bisschen angetönt, die nicht ganz so einfach waren, wo du ein bisschen mehr gehadert hast. Wo hast du dir so ein bisschen, die Hoffnung oder die Kraft hergeholt? Also sicher von meiner Familie wieder. auch vom Sport, der hilft mir nach wie vor immer noch sehr. Und wie ist es bei euch als Eltern? Wie könnt ihr der Linda wieder Hoffnung geben? Oder gibt sie euch vielleicht auch wieder Hoffnung, um so einen schwierigen Moment wieder durchzustehen? Ich denke, wir haben auch sehr gute Fachleute im Rücken, die uns auch immer wieder beraten und unterstützen in dem Ganzen. Ich denke, es ist sicher auch für uns zwei Jahrgänge wieder ein bisschen Hoffnung, die wir auch dort selber tanken können, die wir nachher auch an Linda weitergeben können. Jetzt haben wir ja so gesagt, dass gerade die körperlichen Einschränkungen eigentlich ein bisschen schwieriger geworden sind oder ein bisschen grösser, je älter die Linda geworden ist. Mit was für einem Gefühl, weißt, schaust du so ein bisschen auch in die Zukunft? Hast du das Gefühl, da kommen noch grössere Hürden auf dich zu? Oder? Ja, das sicher schon, aber ich sage mir auch selber gerne wieder, das interessiert mich gar nicht gross. Ich schaue einfach das, was da geht. Da macht ihr euch als Eltern wahrscheinlich fast noch ein bisschen mehr Gedanken. Ist das so? Ja, wobei wir wirklich auch gelernt haben, manchmal einfach einen Tag um einen anderen zu nehmen oder eine Woche um die andere und gar nicht zu fest in die Zukunft zu schauen. Wir haben das ganz stark gemerkt, immer wieder, wie riesige Operationen sind angestanden. Man hat sich so viele Gedanken gemacht und hat sich auch überlegt, ja, wie ist das denn und dann und wenn sie dann wieder daheim ist und. Und irgendwo mal, wenn mal, haben wir gemerkt, also wir machen uns fast mehr verrückt, wenn wir einfach so weit probieren, vorauszuschauen. Und es hat wirklich Zeiten gegeben, wo wir einfach nach einer Operation, gerade auf der Intensivstation oder so, gesagt haben, jetzt nehmen wir diese Stunde und dann nehmen wir die nächste Stunde. Und dann nehmen wir den nächsten Tag und machen einfach so weiter. Und so im Moment sind die grossen Operationen eigentlich abgeschlossen. Es wird sicher noch ein paar Sachen geben, aber ich hoffe fest, dass wir die auch wirklich so meistern können, wie wir das jetzt geschafft haben. Wie könnt ihr jetzt so ein bisschen eure Tochter unterstützen? Auf dem, also ihr habt es ja jetzt schon wahnsinnig fest gemacht, so wie Linda ja auch sagt, aber wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft gleich denken, wenn sie selbstständiger wird, erwachsen wird, ist das ja wahrscheinlich noch eine rechte Gratwanderung. Habt ihr euch da schon mal so ein bisschen überlegt, was da auf euch könnte zukommen? Ja, da sind wir schon ein bisschen überlegen, was der Weg könnte sein von Linda. Was nachher beruflich auch anbelangt, plus die Wohnsituation, was sicher als Thema wird. Und für uns wäre halt schon so ein bisschen der Wunsch, dass sie von uns aus etwas machen könnte, was in Nähe wäre, dass sie im Prinzip bei uns könnte weiter wohnen könnte, bis sie die Ausbildung fertig hat und vielleicht nachher weiterhin könnte bei uns wohnen. Aber auch dort probieren wir vorher wegzunehmen und denken, es wird gute Lösungen geben. Was ist so dein grösster Wunsch für die Zukunft? Dass ich, ja, dass ich einen guten Job habe, dass ich mal eine Familie gründen kann. Also mal eigene Kinder wäre ein grosser Traum in dem Fall. Und jetzt beim Job, das ist ja jetzt so ein bisschen der nächste Schritt, ja. Gell, wo du bald wirst angehen. Was hast du dort schon so ein bisschen geschaut? Gibt es etwas, was dich sehr interessieren würde? Ja, hat die Orthopädie würde mich noch interessieren. Oder die Sport so. So etwas. Das wäre dann sicher etwas, was du sehr gut auch wieder kannst kombinieren mit dem Sport, den du ganz fest weitermachen willst. Ja. Was wünscht ihr als Eltern, der Linda, für die Zukunft? Ja, in erster Linie, dass sie wirklich das machen kann, was Freude macht. Dass sie ihre Selbstständigkeit, die sie kann, plus das, was noch möglich ist, dass sie das wirklich kann wahrnehmen kann für sich und ihr Leben. Und dass sie einfach auch sozial in Ort kann eingebettet sein kann, was ihr darf auch sein. Und was lernt ihr vielleicht auch so
von der Linda? Ich glaube, man ist bodenständiger. Und man schaut viel mit anderen Augen an. Man ist dankbarer, also auch für kleine Sachen, denke ich gern wieder. Ist man viel dankbarer, man lebt bewusster. Und auch als Familie, es gibt, also für uns hat es einen Zusammenhalt gegeben. Viel einen engeren, auch mit den anderen Kindern, wo wir gemerkt haben, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann sind alle da und helfen alle mit. Und das finde ich wirklich ganz schön. Das würde man so wahrscheinlich gar nicht erreichen, oder? Wenn es nicht eben wirklich jedes Zahnrädchen bräuchte, damit es funktioniert. Linda, dein Leben ist so ein bisschen geprägt bis jetzt, immer wieder von neu anfangen, oder? Sei das jetzt in der Schule oder ich denke auch jetzt der nächste Schritt mit der Berufswahl und so weiter. Was ratest du so ein bisschen anderen Menschen, weißt du, die vor einem Neuanfang stehen? Ja, halt probieren positiv zu denken, also sich so ein bisschen Hilfspunkte zu holen, also so ein bisschen Punkte, wo einem wieder Energie gibt, wo einem wieder Hoffnung oder ja, so gibt, ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Hilfe in Anspruch nimmt. Also von jeglicher Seite, sei das von Therapeuten oder Ärzten oder Psychologen, dass man dort wirklich sich traut oder sie in Anspruch nimmt. Weil alleine stemmen, glaube ich, kann man das nicht. Und es sind so viele verschiedene Themen und es hat so viele Bereiche, wo man einfach abklären muss, wo man darüber reden muss. Und uns hat das ganz, ganz fest geholfen. Auch zum Beispiel gerade Psychologe, wo man am Anfang das Gefühl hatte, hey, nein, die Linda braucht das nicht. Und bis wir gemerkt haben, ja, sie kommt in die Pubertät und sie muss auch für sich selber wissen, wer sie ist. Und uns tut es auch gut, wenn wir über die Probleme und die Knörze einfach reden können, die wir haben. Und das unterstützt uns ganz fest. Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Susanne, Ueli Lütti und Linda. Merci auch von meiner Seite dir, Linda, dass du da warst und so offen über dein Leben geredet hast. Danke vielmals.